Sarah Lino aus Berlin ist auf dem Weg in ein Brautmodengeschäft. Doch die junge Frau heiratet gar nicht. Sie ist Hochzeitsplanerin und beruflich unterwegs. Termine machen für eine Kundin. Ja, so auf dem Vormittag würde das noch gehen, genau. Und hat sie schon etwas gesagt, wie das Kleid sein soll? Hat sie da schon eine Vorstellung geäußert? Mhm. Okay, ja. Dafür haben wir die Beratung dann hier, genau. Ne? Okay, dann habe ich das eingetragen und eine Stunde Zeit einplanen soll sie sich, wie immer. Okay, alles klar. Super, alles klar. Wichtig für die Fachfrau, immer auf dem Laufenden bleiben in Sachen Brautmoden. Das Geschäft mit dem schönsten Tag im Leben boomt. Sarah Linos Terminkalender ist gerade in der Hochzeitshauptsaison zwischen Mai und September immer voll. Das erfordert vor allem eine gute Organisation, denn sie muss gleich mehrere Hochzeiten parallel planen und koordinieren. Heute Morgen hatte ich einen Büromorgen sozusagen, habe die E-Mails gecheckt und noch ein, zwei Sachen organisiert, ein Schiff zum Beispiel bestätigt, eine Location bestätigt, solche Dinge. Nächstes Ziel, das eigene Büro. Dort findet gerade ein Probestyling statt. Hallo. Hallo nochmal. Na, ihr habt schon angefangen? Ja. Ich gehe mal vor. Hallo. Na? Na? Wie geht's? Gut. Und dir? Lange nicht mehr gesehen. Ja. Hallo, ich bin die Sarah. Elena, hi. So eine Probe vermeidet böse Überraschungen. Sarah überlässt da nichts dem Zufall. Ihre Stammvisagistin Mandy trifft genau den Stil der Braut. Oktoberbraut Inge ist zufrieden. Na denn? Prost, ne? Auf die Braut. Planungspunkt Styling abgehakt. Planerin Miriam Geisel hat einen Termin im brandenburgischen Güterfelde. Nicht der erste, man kennt sich bereits. Ja, hallo. Grüß dich, na? Grüß dich. Ja, Schlüssel, alles da. Stopp. Du weißt warum. Ein Geheimnis. Ah. Ja. Schlüssel ist. Ach, hast du. Okay, super. Hab ich. Und schönes Wetter habe ich auch noch besorgt. Ja. Der 45-jährige Jo will in der kleinen Dorfkirche seine langjährige Lebensgefährtin Susi heiraten. Die Planung für das Event läuft bereits seit Monaten. Miriam hat das Paar von Anfang an betreut. Mit dem heutigen Tag beginnt die heiße Phase. Der Ort der Trauung hat für Susanne eine besondere Bedeutung. Immer wenn wir hier Weihnachten in der Kirche sind, zur Christmesse gehen wir immer hierher, abends um 11, dann ist hier Konzert. Und immer wenn wir da oben dann sitzen und hier runter gucken, dann habe ich immer gedacht, wenn ich mal heiraten möchte, dann möchte ich hier in dieser Kirche heiraten. Und jetzt hat der Jo den Antrag gemacht, endlich. Perfekt, ne? Perfekt. Die Kirche ist sehr charmant, ne? Sie ist eher kahl hier in dem Bereich. Mhm. Evangelisch. Ja, ja. Hat ja auch was, ne? Also, da würden halt dann die Stühle, zwei Stühle noch stehen von euch. In der Regel, aber das wird sicherlich die Floristin auch nochmal mit euch besprechen, wird ja klassisch geschmückt, dass wenn man reinkommt, ganz symmetrisch, die Bänke rechts und links und dann vorne neben dem Altar rechts und links nochmal schöne Blumen. Die Trauung wird dabei der Auftakt einer modernen Landhochzeit. Diesen Stil muss Miriam treffen. Mitten in Berlin, in einem Nobelhotel am Potsdamer Platz, heiratet dieses junge Paar, Ivana und Boris. Okay, hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Berlin Marriott Hotel. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben einen Termin bei Frau Ment. Bei Frau Ment, okay. Ich gebe Frau Ment Bescheid, Sie dürfen gerne einen Moment Platz nehmen, dort in der Lobby, und Frau Ment wird dann gleich zu Ihnen kommen. Vielen Dank. Gerne. Das ist also der letzte Termin, sagen, ich weiß es gar nicht. Eine der letzten, aber ich würde auch sagen, es ist auch einer der größten, weil wir hier wirklich alles besprechen. Von der Blumendeko, von der Tischdeko, wie schmeckt das Essen? Genau, Essen, Licht, Torte, eigentlich Licht. Fällt und steht heute alles, würde ich mal sagen. Genau, also das ist so quasi die Generalprobe. Ja. Martin Ment soll dafür sorgen, dass alles perfekt wird. Freut mich, Sie wiederzusehen, Herr Bogowatsch, herzlich Hallo. Willkommen. Ich habe schon alles in der Wandelbar vorbereitet. Ach so, wir können schon beginnen. Super.
Kann ich Ihnen was abnehmen? Nee, möchten Sie was ablegen? Der Herr macht das schon. Wunderbar, dann gehe ich einmal vor. Ja, lassen Sie erstmal den Raum auf sich wirken. Das ist Ihr Probetisch, also so sollte er, könnte er dann bei Ihrer Hochzeit aussehen. Wie gefällt Ihnen die Tischdeko? Super. Ich finde die Tischdeko wirklich sehr, sehr schön. Sehr elegant, auch wirklich passend auch zu der Deko, die ich mir zu Hause auch schon mal so ein bisschen ausgedacht habe. Ja, ja. Sehr schön. Sehr schön, wirklich sehr schön. Chefkoch Martin Schmidt hat eigens für diese Hochzeit alle angedachten Gerichte schon einmal vorgekocht. Ein Service, der im Gesamtpaket enthalten ist. Sollte er auch, denn heiraten in einem Luxushotel hat seinen Preis. Das muss man sich leisten können und wollen. Wir haben schon viel für die Hochzeit gespart und wir möchten auch diesen Tag besonders machen. Wenn wir jetzt etwas finden, was vielleicht jetzt gerade nicht so in unserem Budget liegen könnte, aber wir es wirklich schön und gut finden, dann geben wir es trotzdem gerne für den Tag aus. Genau, und man kann ja mit dem Hotel auch und mit Frau Ment immer ganz gut verhandeln. Also wenn man was ganz besonders gut findet, kann man ja nochmal nachfragen, ob das doch nicht irgendwie ins Budget reinzupressen ist. Man muss dann schon sagen, für eine Hochzeit mit 100, 150 Personen gibt man einen Kleinwagen aus. Oder einen Mittelklassewagen, definitiv, ja, das ist einfach so. Der Buffetvorschlag kommt bei dem Brautpaar gut an. Kleinere Diskussionen über die eine oder andere Komponente sind dabei eher dem persönlichen Geschmack geschuldet. Nee, ich finde Spinat ist schon, ne? Fenchel ist immer wieder was eigenes, Spinat, das mag jeder. Schweinefilet schmeckt ja gut. Ja, also für mich zumindest. Ihr habt doch Kalbsfilet schon. Bei Madeleine Ment laufen alle Fäden zusammen. Sie muss den Gesamtüberblick über das Event behalten. Ja, dieses Protokoll ist eben quasi meine Arbeit an sich. Ich bin ja nicht der, der den schönen Tisch deckt, sondern ich schreibe diesen Ablaufplan. Und, und an diesem Ablaufplan hält sich halt jeder. Der Küchenchef, der Service, alle anderen auch. Für das Hotelteam Routine. Alles läuft nach Plan und nach Zeitplan. 2 Monate vor der Hochzeit. Auch in Güterfelde wird geplant. Einzelkämpferin Miriam soll vor allem Susanne den Rücken frei halten. Der ganze Hof sozusagen gepflastert. Also eigentlich alles, was zur Hochzeit gehört, in dem Fall der beiden, wird von mir organisiert und wird sozusagen dem Paar abgenommen, wobei immer nach Absprache. Ne? Dass ich dann zum Schluss als Braut vielleicht noch in der Küche stehe und Gläser abwasche, das wollte ich auch vermeiden. Ich wollte gerne jemand haben, der an dem Tag dafür sorgt, dass alles funktioniert und selbst wenn irgendwas nicht funktioniert, dass sie der Ansprechpartner ist und nicht ich der Ansprechpartner bin. Ebenso geladen ist Caterer Sven Dörge. So, also hier ist der Garten. Hier vorne sollen die Zelte hin. Dich habe ich jetzt noch nicht berücksichtigt, deswegen ist es super, dass du da bist, dass wir besprechen können, wo wir dich hinpacken. Also die Frage ist, wenn wir diese Kante nehmen für das Zelt und die Frage ist, ob wir hier noch 10 Meter hinkriegen. Das wird zu wenig. Also vielleicht das Zelt doch querstellen dann mal. Das Anwesen ist ideal für eine Juli-Hochzeit im Freien. Es gibt sogar eine rustikale Schlechtwetter-Alternative. Ortsbegehung mit Paar und Floristin. Also die Scheune, meine Idee war jetzt noch die Sitzgelegenheiten hier fortzuführen, praktisch in dieser Ecke hier mit den Strohballen. Deko und Blumenwahl, kein Zufall. Um auf ein Farbkonzept dann zu kommen, habe ich mir ein Bild von der Braut schicken lassen, was ihr gefällt. Das ist dieses hier und aufgrund dieses Bildes habe ich sozusagen eine Farbpalette erstellt. Ja? Und ausgehend von dieser Farbpalette wird sozusagen alles angepasst, dekoriert, was jetzt so eine Rolle spielt. Das soll eben eine sehr lockere Landhochzeit werden, einen leichten Hippie-Touch bekommen, ein bisschen Boho, Bohemien. Die Strohsofas hier zum Beispiel als Idee. Ne? Kunstlehrerin Miriam macht den Job zwar nebenberuflich, aber nicht minder leidenschaftlich. Scheunenhochzeiten sind im Trend. Hier kann sie sich kreativ austoben. In Berlin ist heute ein großer Tag für Ivana. Zum ersten Mal trägt sie ihr Brautkleid. Ein Traum in Weiß. Die Frau Mama ist überwältigt. Sie ist hoffentlich nicht die Einzige. Meinst du, Boris fällt um? Ich hoffe. Ja, ich habe ganz kalte Hände. Das ist ein Traum, oder?
Das ist echt krass. Oh. Schau dich mal an. Ich drehe dir das Kleid mal nach. Und wie sitzt es? Sitzt perfekt. Ich kriege dich mal in die Die Länge sieht auch sehr, sehr schön aus. Die Länge ist perfekt. Vor allem, weil die Spitze noch so ein bisschen in der Luft ist. Ne? Ja, ist nicht so soll es ja auch so sein. Ist nicht so auf dem Boden. Nein, so soll es sein. Ich habe Gänsehaut, aber... Hast du das Gefühl, dass es rutscht oder sowas? Oder ist nein, alles gar so nicht. Immer. Nö. Tanzen geht. Tanzen kannst ja, ja. Das ist die Hauptsache. Sie tanzen mit den Armen. Sie tanzen. Im Marriott Hotel wird derweil alles getan, damit Ivana ihr Traumkleid im richtigen Rahmen präsentieren kann. So, wo sind wir jetzt? Raum Brüssel? In Raum Brüssel. Da treffen wir jetzt die Abteilungsleiter und Supervisor, die eben alle heute gebrieft werden über die Hochzeit Bogovac. Küche ist auch dabei. Genau. Guten Morgen. Morgen. Gut zwei Wochen vor der Hochzeit gibt es noch einige Baustellen, die Planerin Madeleine Ment heute aufs Tableau bringen möchte. Ja, wir haben noch keinen Tischplan geschrieben. Ich muss noch die Anzahl der Blumenstecke bestellen. Es ist zwar alles schon mal vorab besprochen, aber so diese letzten Details, die fehlen noch. Hier dürfen keine Details mehr fehlen. Heute begleitet Sarah Lino die freie Trauung von Katharina und Stefan. Hallo. Super. Hi. Sehr schöne Schuhe. Ich habe deinen Anstecker dabei, aber den gebe ich dir erst auf den letzten Drücker. Auch hier sind es die kleinen Dinge. So, und jetzt musst du mal sagen, dass es ein bisschen hält. So gut? Ja. Müssen Sie es mal kurz halten, weil es hängt ein bisschen zu. Haarkränze für die Blumenmädchen. Und immer einen Blick fürs Wesentliche, kurz vor dem großen Augenblick. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hendrik Zietz und ich freue mich sehr, Sie heute durch diese Trauung zu führen. Sie dürfen sich jetzt auch gerne hinsetzen. Ihr eigentlich noch nicht. Genau, steht mal gleich nochmal auf. Nee, die Trauzeugen können sich hinsetzen. Jetzt aber wird's ernst für die beiden. Stefan, ich bitte dich. Stefan, ich bitte dich. Trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe. Trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe. Jetzt dürft ihr euch küssen und Sie, meine Damen und Herren, dürfen sich freuen. Auch im Marriott am Potsdamer Platz ist der große Tag gekommen. Braut Ivana bekommt in ihrer Suite gerade ihr Hochzeitsstyling. Der einzige Job, der von externen Dienstleistern übernommen wird. Natürlich ist die Hochzeitsmacherin des Hauses dennoch nah am Geschehen. Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's super. Wie geht's Ihnen? Ja, sehr gut. Sind Sie schon aufgeregt? Es geht. Ja. Also gerade, es hält sich wirklich alles in Grenzen. Ja. Ja, gerade geht's noch. Ich glaube, es kommt bald. Sie sehen schon sehr schick aus. Brauchen Sie irgendwas von mir? Möchten Sie ein Gläschen Sekt trinken zur Entspannung? Können Sie uns vielleicht eine Flasche Wasser bringen? Ja, sehr gerne. Das wäre echt super. Ich will lieber gar nicht weg. Das muss aber ganz entspannt gucken, dort sein. Ganz entspannt. Wow. Ganz entspannt. Ganz normal. Wow, das sieht echt toll aus. Ich muss gar nichts mehr machen. Ich muss wirklich nur lächeln und Ja sagen. Ja. Ich hätte schon gestern eigentlich meine Schuhe in der Kirche ein bisschen auswendig lernen müssen, aber lese ich heute einfach mal ab. Weil ich brauchte meinen Schönheitsschlaf. Auch Boris wirft sich in Schale. Hier wird allerdings ganz typisch Mann weniger Aufhebens gemacht. Einzig der Trauzeuge als moralische Stütze und finaler Stylingberater ist mit dabei. Also ich bereite jetzt alles für den ersten Probetisch vor. Der erste Probetisch zeigt quasi den Kellnern, wie sie den Tisch einzudecken haben. Und dann können alle Kellner im Saal den Tisch gleich dekorieren. Für das Hotelteam gilt es, den geplanten Ablauf in die Tat umzusetzen. Heute ist die Eventmanagerin ausschließlich für die Hochzeit da. Hallo Martin, Event Madeleine, hallo. Hast du ein paar Minuten Zeit für mich? Ich würde ganz gerne noch mal gucken, wie weit die Torte ist und ja, noch so die letzten Details absprechen. Ja? Ich komme runter. Bis gleich. Tschüss. In Güterfelde herrscht noch die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. 100 Gäste werden erwartet. Verantwortlich für das Gelingen ist Hochzeitsplanerin Miriam. Die Scheune zumindest ist schon bereit für die Gäste. Das gilt aber längst nicht für alle Bereiche. Nächste größere Geschichte ist jetzt praktisch hier das Zelt noch. Ne? Die Blumendekoration, Tischdecken,
Servietten, Namensschildchen, Sitzplan, Kuchenbuffet, Kinderecke noch ein bisschen, muss ich was vorbereiten. Nicht mehr viel Zeit für die Hochzeitsplanerin und ihre Dienstleister. Ja, und jetzt geht es so peu à peu hier. Dann kommt der, die Band, der Caterer, der Fotograf, die Floristin als erstes jetzt. Und dann läuft das Ganze hier. Ein Vorteil dieser Location ist, sie gehört dem Brautpaar. Der Nachteil, von den Zelten über Sitzmöbel bis hin zu Kühlmöglichkeiten, die ganze Infrastruktur für eine Feier dieser Größenordnung muss Miriam hier organisieren und aufbauen. Hier gibt's Flower Power. Bei allem Großen und Ganzen dürfen auch die Details nicht vergessen werden. Wie zum Beispiel die stilgerechte Bespaßung der Gäste. An diesem Tisch können später Blumenkränze geflochten werden. Noch eine Stunde bis zum Start der Feierlichkeiten. Aber da war doch noch was. Ach ja, Jo und Susanne heiraten in ihrer Dorfkirche. Die Braut wird von Connor, dem 17-jährigen Sohn der beiden, zum Altar geführt und ist sichtlich nervös. Während Jo und Susanne in Güterfelde das Ja-Wort noch vor sich haben, ist man in Berlin schon einen Schritt weiter. Das Paar ist getraut und Planerin Sarah steuert die Hochzeitsgesellschaft durch den nächsten Programmpunkt. Sektempfang an prominenter Stelle. Ich liebe den Gendarmenmarkt für die Fotos. Der ist immer sehr schön und damit die anderen Gäste dann nicht verdursten, ist es immer schön, das in Kombination mit dem Sektempfang zu machen. Also erst ein Gläschen Sekt, besonders heute, weil es so heiß ist. Und danach kann man hier schöne Gruppenfotos machen. Also die Fotos mit den Eltern oder mit nur die Frauen oder die Männer und alle Konstellationen, die man so als Fotos haben möchte. Wollen wir zu mir gucken? Oh, Achtung. Die Hochzeitstorte ist ein Kunstwerk in Weiß und Türkis. Nochmal drehen. Das ist vorne, das ist noch da. Ja. So, das ist sozusagen die Tortenfigur. Die Hochzeitstorte ist natürlich auch wieder im Farbthema. Und mit Anker, weil die standesamtliche Trauung wird ja auf dem Schiff stattfinden. Deswegen haben wir die Farben Türkis, so ein bisschen maritim und den Anker. Damit alles schön zusammenpasst, auch thematisch, nicht nur farblich. Sarahs Masterplan geht bisher auf. Alles läuft rund. In der Location mit Spreeblick, wo gleich das Essen und die Party stattfinden soll, wird noch gearbeitet. Florist Carsten Flöter legt Hand an die Tischdeko. Natürlich auch hier die vorherrschende Farbe Türkis. Sarah kommt zur Unterstützung. Dankeschön. Ihr habt die Bänder, hast du Bänder vergessen? Ja, Grenze, ne? Ich habe eigene Bänder dabei. Okay. Ich hole mal noch ein paar Sachen. Die Gäste machen jetzt eine kleine Bustour, während das Brautpaar ein Paar-Shooting ganz in Ruhe macht. Wir haben knappe 2 Stunden Zeit. Und in den 2 Stunden müssen wir jetzt alles schnell dekorieren. Das Problem heute ist, dass wir halt morgens nicht in die Location rein konnten. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Stress. Der darf aber nicht dazu führen, dass weniger detailverliebt gearbeitet wird. Die Gefahr besteht bei Sarah nicht. Die erfahrene Hochzeitsplanerin legt großen Wert auf kleine Gimmicks. Am Eröffnungstanz bekommt jeder Gast eine Wunderkerze und eine rosa Brille. Und da sieht man ein Herzchen durch. Muss mal einer testen? Du bist die Testperson. Ich kenne das. Boah. Also die Hochzeitsplanung und auch die Betreuung am Tag der Hochzeit ist natürlich sehr viel Aufwand. Die meisten Planer nehmen deswegen 15-20% des Gesamtbudgets. Ich persönlich mache grob, Pi mal Daumen, 15% und einige mich dann auf den Festpreis und dann ist gut. Mit dem dann beide gut leben können. Und dann gibt es auch keine bösen Überraschungen. Hauptsache, die sind zufrieden am Schluss. Rundum zufrieden ist Boris mit seiner Freundin Ivana. Deswegen heiratet er sie heute. Ja, alles toll. Also wir haben schon Fotos gemacht und jetzt geht es in die Kirche. Also die Braut kommt gleich vorgefahren und ich warte am Altar.
Von der Location bis zur Schleppe des Brautkleids darf es bei den beiden ein wenig größer und glamouröser sein. Die Kunst bei der Hochzeitsplanung? Die Wünsche sind ganz vielfältig. Hauptsache, die Umsetzung passt zum Paar. Und natürlich das Paar zueinander. Wie in diesem Fall. Während in der Kirche die Tränen fließen, wird im Hotel die Suite standesgemäß dekoriert. Um Herzensangelegenheiten kümmert sich Madeleine Ment höchst persönlich. Diese Suite ist in diesem Hochzeitsarrangement mit inklusive. Wenn man das natürlich ohne die Hochzeit buchen würde, weil die Suite ist letztendlich ein Geschenk des Hauses in dieser Nacht, dann kostet die eine ganze Menge Geld, ja. Die Hochzeitsnacht kann also kommen. Höchste Zeit für letzte Handgriffe in der Hochzeitssuite. Denn vor dem Hotel wird's laut. Begleitet von klassischem Hubkonzert kommt das Brautpaar vorgefahren. Hier wird nicht etwa ein Sieg der kroatischen Nationalmannschaft gefeiert, sondern das frisch vermählte Paar. Es ist vollbracht. Ich bin jetzt vollbracht. Herzlichen Glückwunsch. Alles danke Gute für Sie. Danke, danke. Nee, die haben nicht geheiratet. Natürlich haben wir geheiratet. Wir haben ja gesagt. Boris hat geschrien. Ich glaube, es ist immer zu spät. Vielen Dank, Frau Mint. Danke nochmal für alles. In Güterfelde wird ebenfalls jeden Moment das Brautpaar erwartet. Hochzeitsplanerin Miriam ist mit den letzten Deko-Details beschäftigt. Die Stilvorgabe Landhochzeit hat sie mit ihrem Konzept voll getroffen. Dann der große Moment. Die Hochzeitsgesellschaft kommt an und sowohl die Gäste als auch das Brautpaar sehen zum ersten Mal das fertig hergerichtete Partygelände. Jo hat beste Laune. Die Kinder haben Durst, ist alles Gute. Hi. Dankeschön. Ist das nicht toll geworden? Hast du gut gemacht. Dankeschön. In der Tat, ein wunderschönes Sommerfest haben Planerin Miriam und ihre Helfer gemeinsam mit dem Brautpaar auf die Beine gestellt. Besonders die kleinen, liebevollen Details der Hochzeitsplanerin kommen gut an. Die Freundinnen binden den Kranz und der schönste ist dann für die Braut. Das ist eine alte Tradition. Für alle Bräute hat Profi Miriam noch eine Warnung parat. Der Blues, der Brautblues, der kommt bei ganz vielen Bräuten. Weil sich natürlich viele, vor allem die ohne Hochzeitsplanerin, ein Jahr lang damit beschäftigt haben, natürlich mit Herzen dabei waren und teilweise die Hochzeit jeden Tag Thema war. Und dann ist Cut. Also ist natürlich auch erstmal eine Erleichterung, aber trotzdem fehlt da plötzlich erstmal was. Ne? Je nachdem, wie intensiv man sich reingesteigert hat und damit beschäftigt hat. Oh. Die Pflicht ruft. Kuchenteller sind alle. Vor der spektakulären Kulisse der Spree, wo sich die Trendbezirke Friedrichshain und Kreuzberg treffen, feiern Katharina und Stefan ihre Hochzeit. Zwei einsame Herzen kommen da an. Bevor wir zu Geschenke geben, könnt ihr schon mal reingucken. Sieht schon sehr geil aus. So wie ich denke, das ist gut zusammengearbeitet. Die Schleifen sind wunderschön. Ja. Hochzeitsplanerin Sarah ist es gelungen, genau die Atmosphäre zu schaffen, die das Paar sich gewünscht hat. Die beiden können nun völlig stressfrei ihren großen Tag genießen und sich, ganz wie es sich gehört, reich beschenken lassen. So. Nicht vergessen. Ein Gruppenbild mit Sarah. Genau. Und ein Kompliment. Du hast ja aus dem bisschen, was wir so an Vorstellungen hatten, hast du dieses perfekte Bild gebaut. Also
Danke. Wir haben eigentlich nur gesagt, eine Hochzeit mit irgendwie Türkis und in so einem modernen Spreespeichergebäude und was du draus gemacht hast. Wenn wir noch ein bisschen Reise dazu nehmen als Motto, dann passt das und das war geil. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Damit ist Sarahs Job erledigt. Erfolgreich. Mal wieder. Im Marriott Hotel am Potsdamer Platz wird im Ballsaal sehnsüchtig das Brautpaar erwartet. Wir machen jetzt gleich die Türen zu, damit eben alle Gäste im Ballsaal sind, damit es ein wirklicher Auftritt vom Brautpaar ist. Das, was wir jetzt hier sehen, den Brautpaartanz, das ist der schönste Moment für mich. Dann weiß ich, dass es eine tolle Feier wird, dass alles gut gelaufen ist und dass das Brautpaar glücklich ist. Mein Job getan ist. Hier in Güterfelde ist die Party in vollem Gange. Das Paar ist glücklich. Die Gäste sind glücklich. Und Hochzeitsplanerin Miriam ist es auch. Ich bin super zufrieden, dass alles klappt und also wirklich, dass alles klappt und läuft und ja, dass alles gut ist, dass sich alles fügt und alle zufrieden sind und jetzt auch ihren Spaß haben und nachher die Party richtig losgehen kann. Zeit für das nächste Highlight. Das Anschneiden der Hochzeitstorte. Wie war das doch gleich mit dem Brauch? Wer die Hand beim Anschneiden oben hat, hat das Sagen in der Ehe? Egal. Es zählt das Hier und Jetzt. Und das ist eine rundum gelungene Hochzeitsparty. Hey.